UN-Generalsekretär Guterres hat beklagt, dass sich die Menschenrechtslage weltweit verschlechtert. Zu Beginn der Sitzungsperiode des Menschenrechtsrats in Genf sagte er, nach großen Fortschritten im vergangenen Jahrhundert sei man beim Thema Menschenrechte jetzt der Rückwärtsgang eingelegt worden. Grund seien die globalen Krisen und Konflikte. Der Rat wird sich in den kommenden Wochen vor allem mit dem russischen Angriffskrieg befassen. Im 75. Jahr der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte würden diese vielfach missbraucht und misshandelt, erklärt UN-Generalsekretär Guterres heute in Genf. Die von ihm eröffnete Sitzungsperiode des Menschenrechtsrats wird nicht nur die längste, sondern angesichts der vielen Krisen vielleicht auch die wichtigste dieses Gremiums. Die russische Invasion der Ukraine hat die größten und massivsten Verletzungen der Menschenrechte in der heutigen Zeit verursacht. Sie hat massenhaften Tod, Zerstörung und Vertreibung ausgelöst. Im Menschenrechtssaal der Vereinten Nationen in Genf wird später auch die deutsche Außenministerin deutlich. Baerbock fordert, das Mandat für die seit einem Jahr bestehende Kommission zur Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine zu verlängern. Und dann nennt sie die Beschränkung von Frauenrechten im Iran und in Afghanistan brutal und systematisch. Niemand sollte im 21. Jahrhundert Menschenrechte mit Füßen treten dürfen, ohne Konsequenzen tragen zu müssen. Denn es gilt, Frauenrechte sind nicht nur Menschenrechte, sie sind auch ein Indikator für die Gerechtigkeit in einer Gesellschaft. Auf der Agenda der 47 Mitgliedstaaten des Menschenrechtsrats stehen bis Anfang April zahlreiche Resolutionen. Zwar kann der UN-Menschenrechtsrat Resolutionen beschließen, aber Verstöße dagegen nicht ahnden. Dieser fehlende Sanktionsmechanismus wird immer wieder als größtes Manko dieses eigentlich wichtigen Gremiums gesehen.